So, hallo, willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar hat es jetzt ja, eine Weile gedauert, bis ich jetzt mal wieder dazu komme, euch ein bisschen was über meine Ameisen zu erzählen. Ja, in letzter Zeit war ein bisschen viel, ja, bei mir mit sich im Privatleben einiges geändert. Dadurch hatte ich auch nicht so die Zeit hier für YouTube oder ja, mich viel um meine Ameisen zu kümmern. Tatsächlich waren in den letzten Monaten bei mir hier nur ja, minimal Geschichten, was ich gemacht habe, aber jetzt schaue ich mal, dass ich euch mal ein paar mehr Videos wieder zeige oder mache, beziehungsweise so ein bisschen ja, eine Regel wieder reinkriege, dass ich zumindest versuche, einmal im Monat zumindest euch was zu zeigen, beziehungsweise ich habe jetzt ein paar Sachen, jetzt so Ideen, schon die letzte Zeit gesammelt und versuche die jetzt nach und nach abzuarbeiten. Und zwar jetzt als erstes Video, jetzt nach meiner längeren Pause, ich glaube 5 oder 6 Monate müsste es jetzt sogar gewesen sein, ist hier, seht ihr bei meinen Mirmirka rubra, beziehungsweise CF rubra, sind immer schwer zu genau zu bestimmen. Sieht man jetzt hier so ein paar Geschlechtstiere rumrennen. Hier seht ihr ein paar Männchen rumrennen. Jungkönigin hat es hier auch. Und zwar geht es heute darum, eigentlich, okay, wenn man jetzt so wie ich schon mehrere Jahre Ameisen hält, kommt immer die Frage auf, okay, was passiert, wenn ich jetzt Geschlechtstiere im Becken habe? Wie man hier eben sieht, jetzt hier bei den Mirmirka sind hier so ein Männchen. Ach, ja, müsst ihr mal in der Belichtung ein bisschen gucken, beziehungsweise auch die Jungkönigin, was passiert? Okay, jetzt habe ich Geschlechtstiere drin, sage ich immer, ist für mich immer Ziel der Haltung. Dadurch sagt einem die Ameisenkolonie eigentlich, okay, du machst alles richtig. Was passiert mit den Geschlechtstieren, beziehungsweise wie soll ich mich da verhalten? Klar, normalerweise ist es so, jetzt hier beim Mirmirk habe ich keinen Deckel drauf. Normalerweise, wenn Geschlechtstiere drin sind, das Erste, was ich mache, ist erstmal ein Deckel drauf. Und dann ist es tatsächlich artenabhängig, was dann passiert. Und zwar habe ich da schon öfters oder ein paar Mal tatsächlich ein Problem gehabt. Jetzt gehen wir hier vorne. Hier sieht man noch, welche rumrennen. Und zwar aus meiner Erfahrung raus habe ich das Folgendes gemacht. Nicht so zittern. Und zwar jetzt, ich habe sogar schon Kolonien verloren wegen Geschlechtstieren. Wie ihr vielleicht wisst, so meine alte Faidole-Palidula-Kolonie. Sie ist gewachsen, sie ist gewachsen, sie hatte Männchen, sie hatte Jungkönigin und dann plötzlich ist die Kolonie eingebrochen. Meine Vermutung war, nachher beim Ausgraben auch gesehen, dass eben wahrscheinlich die Geschlechtstiere oder diese Jungkönigin die eigentlich begattete Königin getötet hat, weil wo ich die Kolonie ausgegraben habe, konnte ich nur noch eine Königin finden, aber mit abgeknabberten Flügeln und da sind die ganzen Majore drumherum gerannt. Beziehungsweise bei Faidole Palidula sind sie ja nicht Majore, beziehungsweise im indischen Majore, die Soldaten und haben diese unbegattete Königin bewacht. Deshalb ist, wie gesagt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, okay, habt ihr jetzt eine polygyne Kolonie, wie jetzt hier die Mimirka, dann könnt ihr Geschlechtstiere drin lassen. Eben nach meiner Erfahrung habt ihr sowas wie monogyne. Ich zähle Faidole Palidola mehr oder weniger zu monogyn, weil sie tun polygyn gründen, aber das war's dann, aber betreiben keine Inzucht. Sondern wenn ihr jetzt eine Art habt, die Inzucht betreibt, könnt ihr eigentlich die Geschlechtstiere drin lassen. Betreibt sie keine Inzucht, es hat meine Erfahrung mich gelehrt, 2 Kolonien schon über Geschlechtstiere verloren, sammelt lieber diese Jungkönigin raus, weil meine Vermutung ist so, in letzter Zeit tun tatsächlich auch meine Camponotus nicobarensis zum Beispiel Schwierigkeiten machen. Weil da noch viele Jungköniginnen drumherum rennen. Ich habe heute erst eine gesehen, die abgeknabberte Flügel hatte. So wie es aussieht, meine Vermutung könnte es sein, dass da auch die normale Königin davon getötet wurde. Also wie gesagt, macht euch da keine Sorgen. Habt ihr jetzt zum Beispiel sowas wie hier die Mimirka, da könnt ihr sie drin lassen. Jetzt wie bei mir, bei vielen Kolonien, die ich mittlerweile Geschlechtstiere habe, Lasius niger, Camponotus nicobarensis, Faidole palidula. Wo habe ich sonst noch welche drin? Bei den Ponarinen, bei meinen Neoponeras, jetzt wieder Sonderfall. Aber gleich dazu. Aber sonst sammelt bitte die Jungkönigin raus. Wie gesagt, das hat meine Erfahrung mich gelehrt, wenn sie nicht abschwärmen können. Aber Männchen zum Beispiel könnt ihr drin lassen. Jetzt bei den Neoponera, wie schon gesagt, Sonderfall, ist es tatsächlich so, dass ich da jetzt einige Jungköniginnen auch drin rumrennen hatte, die dann tatsächlich auch keine Flügel mehr haben, sondern ganz normal als Arbeiterinnen agieren. Da können das jetzt zum Beispiel Ponarin Sonderfall drin lassen, aber sonst, wie gesagt, sammelt sie lieber raus. Das hat mich so meiner Erfahrung gelehrt. Ab wann kommen solche Geschlechtstiere? Ist vielleicht auch noch eine gute Frage, die ich euch beantworten kann. So normalerweise in der Haltung nach 2, 3 Jahren könnt ihr eigentlich mit den ersten Geschlechtstieren rechnen. Meistens fängt es eigentlich nur mit Männchen an. Also zuerst werden Männchen aufgezogen in einem Jahr und dann das Folgejahr werden Männchen und Jungköniginnen aufgezogen.
Genau, so viel da dazu. Wie gesagt, jetzt hier Beispiel war von den Mimulcarupa. Wir können ganz schnell so noch zu Neoponera rübergehen, weil da hatte ich in letzter Zeit viele Männchen drin. Und wenn man jetzt hier auf den Müllhaufen nämlich schaut, sieht man hier sind viele tote Männchen auf ihrem Müllhaufen drauf, weil die tun sie irgendwann fangen und sie entsprechend töten. So viel zu einem kurzen, schnellen Update von mir. Wie gesagt, ich versuche in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr zu meinen Ameisen euch zu erzählen. Wie gesagt, tut mir echt leid, so letzte Zeit. Ein paar wissen, was sich so ein bisschen bei mir geändert hat. Und wie gesagt, ich versuche wieder ein bisschen mehr zu meinen Ameisen zu erzählen, weil wie gesagt, es war jetzt schon lange Zeit, wo ihr nichts von mir gehört habt. So auf dem Plan stehen jetzt zum Beispiel meine Anopheles custodiens. Da wollte ich euch mal die Kolonie noch vorstellen. Update zu Phaidole pallidula, aber eins nach dem anderen. Also seid da gespannt und wie gesagt, würde mich wie immer freuen, wenn ihr ein bisschen Kommentare schreibt. Was wollt ihr von mir sehen? Was habt ihr vermisst? Wollt ihr irgendwelche Informationen haben? Dann immer wieder gern. Alles klar, danke fürs Schauen.